Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu meinem Skyrim Platin Walkthrough! Und zwar haben wir ja beim letzten Mal ihn hier doch kennengelernt. Und ich habe das gemacht, was ich gesagt habe. Nämlich, wo ist es? Einhändig auf 100. Und ich sage es euch vorab, ich habe es auch schon voll geskillt. Und zwar zeige ich euch mal gerade, weil ich euch nichts vorenthalten will, was ich gemacht habe. Jetzt könnt ihr das hier auf Maximum machen. Das ist sowieso. Dann gehen wir mal kurz nur links und machen mal hier Klingenspezialist auf Max. Dann machen wir hier kritischer Angriff auf Max. Wilder Schlag auf Max. Und lebender Schlag. Glimmer. Und ihr seht es schon, wir sind auch gleich wieder kurz vor Level 39. So, und das lassen wir alles offen. Das braucht Kenner. Das ist halt für Beidhändigen. Wenn er beidhändige Waffen spielen wolle, können da das A machen, ich mach's nicht. Ich bleib beim Einhänder ohne bisschen Heilung. So sieht die Sache aus. Gut. Das dazu. Dann sind wir hier fertig. Dann machen wir gerade weiter. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Und zwar müssen wir Dragon fangen. Und das ein Weißlauf. Dann gehen wir nochmal gerade hin. Gucken wir uns die Sache doch mal an, was da los ist. Die Graubärte haben einen Waffenstillstand zwischen den Sturmmänteln und den kaiserlichen Truppen vereinbart. Aber wie lange der wohl halten? Das ist halt echt so, ne? Naja, dem Ulfric Sturmmantel, den traue ich nicht so ganz, so. Aber egal, das ist eine andere Sache. Gehen wir erst mal Drache fangen. War dumm, jetzt mal ein paar Vorbereitungen treffe hier. So ist er, Dial. Wir sind bereit, Drachenblut. Gebt einfach das Kommando. Seid ihr bereit, die Falle für den Drachen zuschnappen zu lassen? Meine Männer stehen bereit, wie versprochen. Die großen Ketten sind geölt. Wir warten auf euer Kommando. Das ist mein Wort. Ich bin ready. Fang mal an. Meine Männer wissen, was zu tun ist. Stellt sicher, dass ihr eure Schuldigkeit tut. Ich lege das Schicksal meiner Stadt in eure Hände. Sau stark, sau stark. By the way, ich habe wieder die PlayStation umgebaut an mein normaler Fernseher. Ich habe die letzten zwei Aufnahmen geguckt und die waren wirklich von der Bildqualität und von der Farbqualität hier schrecklich. Leute, schrecklich sag ich. Tut mir sau leid. Zukünftig passiere so Malheure nie wieder. Ja. Wird jetzt wieder standardmäßig wie vorher in schönem Bild, in schöner Qualität aufgenommen. Ihr habt doch einen Plan parat, um einen Drachen anzulocken. Ajo. Oder? Muss ich jetzt gerade nochmal gucken. Moment. Gehen wir doch nochmal auf Schreie. Und zwar. Das ist ja der Drachenruf. Zack. Höre meine Stimme und erscheine. Ich rufe dich herbei in meinem Zeit der Not. Das ist der Ruf. So, damit rufen wir dann eine Dragon. Na, alle ready. Stehen hier wie eine Eins, ne? Gut, dann fangen wir an. Wir sind bereit. Let's go. Ihr habt doch einen Plan parat, um einen Drachen anzulocken, oder? So. Bevor jetzt da irgendwas weiteres passiert, gehen wir doch nochmal auf Schreie. Und rüstet uns aus. Drachefall, wo ist es denn? Ach, so obbe, ganz obbe. Wie viel haben wir eigentlich jetzt schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Schreie haben wir jetzt schon. 20 brauchen wir für Trophäe. 13 haben wir schon. Das ist stark. Aber gut. Hört ihr das? Oh, shit, Alter. Oh, der ist weg. Oh, der Flieder. Shit happens, Alter. Wo kommt denn der auf immer her? Warte, Alter. Du kriegst echt mal Drachefall auf dich gewirkt. Ja, wie wir ja gelernt haben, ne? Kommt der doch gleich runter und kann nicht mehr fliehen, Alter.
So. Komm mit. Boah, shit, ey. Boah. Ja, Lydia, komm her. Boah, Alter, haut der Rind. Zack, da haben wir ne. Alter, der tut dir schon weh. Holy shit. Oh, wir haben es geschafft, wir haben dich gefangen. So, dann rette mal einen Moment. Ihr habt sehr viel Mühen auf euch genommen, um mich in diese demütigende Lage zu bringen. Hinziv, Alduin, huh? Ihr wollt doch sicher wissen, wo ihr Alduin finden könnt. Ganz recht, wo versteckt er sich denn? Renik Vazar, eine passende Wortwahl. Alduin Bohul, ich bin eurem Ruf unter anderem gefolgt, um euer Turm selbst auf die Probe zu stellen. Viele von uns hinterfragen mittlerweile Alduins Herrschaft, ob sein Turm wirklich der stärkste war. Unter uns natürlich, Muni Maye, noch war niemand bereit, sich offen gegen ihn zu stellen. Ihr wollt mir doch davon erzählen, wo Alduin zu finden ist. Unslad Krosis, ich bitte unzählige Male um Vergebung. Ich schweife ab. Er ist nach Sovngarde gereist, um seine Kraft zurückzuerlangen, indem er Celesaior, die Seelen der sterblichen Toten, in sich aufnimmt. Ein Privileg, das er eifersüchtig hütet. Sein Tor nach Sovngarde befindet sich in Skuldafn, einem seiner alten Tempel hoch oben in den östlichen Bergen. Mendoran Paok Medovahe Lavran Til. Ich muss euch gewiss nicht warnen, dass sich dort die ihm verbliebene Kraft sammelt. So lost offern hinlan. Nun, da ich eure Frage beantwortet habe, werdet ihr mich gehen lassen? Hätte ich wohl gern. Erst wenn ich Alduin besiegt hab. Nee, Moment. Versprecht ihr mir zu dienen? Euch dienen? Nein. Nie, Teid. Wenn ihr Alduin besiegt, werde ich noch einmal darüber nachdenken. Krosis. Es gibt ein Detail über Skuldafn, das ich noch nicht erwähnt habe. Dann sagt mir, was ihr wisst. Nur dies. Ihr habt den Turm meines Dovar. Doch ohne Schwingen werdet ihr niemals einen Fuß nach Skuldafn setzen. Natürlich könnte ich euch dorthin fliegen. Aber nicht, solange ich noch auf diese Weise gefangen bin. Trophäe, der Gefallene. So, gut, ich lasse euch frei, wenn ihr versprecht, mich nach Skuldafn zu führen. Onikan Korav Gain Mirat. Es ist weise zu erkennen, wenn man nur eine Chance hat. Und ihr könnt mir vertrauen. Suu ni Tarodis. Alduin hat sich als unwürdig für die Herrschaft erwiesen. Ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Befreit mich, dann trage ich euch nach Skuldafn. So, dann haben wir's gehört. Der hat die Schnauze voll vom Alduin. Allmählich fangen sie an dran zu zweifeln, dass er der Mächtigste ist. Nicht zu glauben. Es hat funktioniert. Ja, leider mit Endemann verluscht. Aber das juckt dich wahrscheinlich nicht, ne? Der ist schon vergessen. Ich kann kaum glauben, dass ich noch lebe. Mach die Fall auf. Seid ihr euch auch sicher?
Ihr wollt den Drachen befreien? Geht, nach all dem Magier, Ärger, den wir hatten, ihn dort einzuschließen? Mein Versprechen dem ja, ich bin mir ziemlich sicher. Euer Begräbnis. Jemand anderes wird euch helfen müssen, ihn wieder da reinzuschaffen. Macht euch zum Öffnen der Falle bereit! Ja, Vivi! Das scheint mir eine sehr schlechte Idee zu sein. Weiter, Soldat. Das gehört alles zum Plan des Drachenbluts. So ist es. Der hat's verstanden, Alter. Du hast's verstanden. Fass nu! Sinni dein Ruti Astwal! So, ein Drache, ein Wort. Und zwar rüste ich mir doch vorher nochmal den Feueratem aus. Denn da gehe ich dann schon wieder hin. Hier, Feueratem. Und dann sprechen wir mit ihm. Und der fliegt uns dann nach Sovngarde. Saran Ut. Ich warte auf euren Befehl, wie versprochen. Seid ihr bereit, die Welt zu sehen, wie es nur ein Dovar kann? Ich bin bereit. Bringt mich nach Skuldaven. Ja, zuerst Skuldaven und dann kommen wir langsam nach Sovngarde. Sokbrit Ut. Ich warne euch. Sobald ihr durch die Himmel von Kaisal geflogen seid, wird euer Neid auf die Doft nur stärker werden. Amativ. Bin ich mal gespannt. Ubo Kotin Stinzelok. Du Flimmer. So. Ja, schon wieder alles angezündet. Ich glaube, es ist ein Gegner. Ja, der hilft uns gerade ein bisschen. Und zwar ist Lydia nett am Start. Diese Ehre gebührt nur uns. Moment, wie sieht die Waffe aus? Oder aufgefüllt hier. So. Dann kämpfen wir uns mal hier ganz gediegen durch. Wow, wow, wow. Zack, drei Hits. Ein bisschen mächtig für hier. Macht aber gar nichts. Drachenseele in uns aufgenommen. Fehlt uns eigentlich auch nicht mehr viel. Die Trophäe müssten wir bald bekommen. Komm runter. Zeig dich. Komm her. Boah, gut, dann will ich halt mit dem Bogen. So, wir gehen wohl langsam weiter. Die Musik ist wieder so mega geil. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich muss Alduin finden. So, da haben wir gleich schon mal zwei Drachen mitgenommen. So sieht das Ganze hier nämlich aus. Dann saugt die Daukerküste und kauft die Welt. Aber alles kein Problem. Ich bin geslowt. Warum bin ich geslowt? Von was? Von wem? Wer wagt es? Wer traut sich das? Boah, hier geht's richtig ab. Hier geht es richtig ab. Oh yeah. Da wir ja ein Hand jetzt da wirklich auf Max haben, merkt man ja schon, der Schaden ist nochmal enorm höher.
So, wir haben aber die Zeit, hier jetzt alle unnötige Traukre zu erledigen. Schleichen verbessert. Ich habe doch gar nichts gemacht. Warum habe ich denn jetzt Schleichen verbessert? Egal, sagt man nicht nee. So bin ich. So. Was? Noch einer? Wo? Ah, hier. Du Gauner. Gibt's was hinter die Ohren, ey? Zack. Erstmal alles wegmachen hier. Kommst du da her? Oh, 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 oh. Das sah dir gesund aus. Aber nur für ihn nicht. Müssen wir mal gerade ein little bit gucken. Einfach weggeschlitzt, wie immer. So, man merkt schon, es geht nicht. Die Türe hier funktionieren nicht so ganz. Das Rätsel haben wir aber auch gleich. Gehen wir mal hier auf die Schlangen. Und warte mal. Passiert ja auch nichts, ne? Da haben wir das Schlängchen. Alter, was ist denn hier los? So, und zwar machen wir hier in diese Richtung die Schlangen. Und der Fisch ist hier schon. Dann immer der Fisch. Der Adler. So, jetzt ist es rechts aufgegangen. Da ist noch Kistchen drin. Ebenerzpfeile gegönnt, ansonsten nur Dreck. Gehen wir sofort wieder raus hier. Machen wir das Schlängchen hier. So, open the door ist open, weiter geht's. Einwandfrei. Aua! Was fällt dir ein, du Nichtsnutz? Du haltst mich nicht auf die Platin-Trophäe zu erreichen. Weg mit dir. Oh, wieder ganz Spiders. Boah, es ist krank, ey. Wir sind so mächtig. Einhand auf ganz
Warte mal, wie viel Charter hat jetzt unser Schwert eigentlich? 195! 195! Oh yeah! Oh, oh yeah! Oh weh. Asche nett gemacht. So, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und zwar. Mustierte Fischen. Fischhammer. Hier kommt der Adler. Der Greifvogel. Den haben wir auch. Und zwar kommt hier die Schlange hin. Haben wir auch. So. Gehen wir weiter. Noch so halb oder leer gekischt. Wo? Ach, da oben. So, weggefetzt. Komm, Schleim mit hier, Alter. Ey, das wollte ich eigentlich gerade machen. Den schnappen wir uns. Das akzeptiere ich nicht. Wenn, dann zünd ich mich selber an. Aber kein anderer. Wo ist er? Wer hat es gewagt, mich anzuzünden? Wer? Wo ist er? Kenne hier. Soll denn der Quatsch? Ah, ja, da hat sich versteckt. Okay, hier sind wir fertig. Auf nach Sovngarde, Alduin, ich komme. Orkische Panzerhandschuhe. Warte, was war denn das Gewicht? Komm, lass mal hier. So viel sind es jetzt antwert. Diamantenklaue. Die Diamantenklaue. Da müssen wir mal gerade schnuppern. Immer auf Sonstiges. Und zwar. Der Fuchs. Der Schmetterling. Und der Drache. Das sieht mal aus wie Fuchs. Könnte aber auch Wolf sind. Ah! Schmetterling war doch schon. Scheiße. Und jetzt noch der Drache. So. Diamantenklaue am Start. Wo sind wir dann, Dodem? Was ist denn hier los? Hat jemand irgendwas zu melden? Nö, ne? Besser ist es. Sturm, Sturmruf. Neuer Schrei gelernt, Sturmruf. Ein Schrei in den Himmel, ein Ruf in die Wolken, der die zerstörerische Kraft der Blitze von Himmelsrand beschwört. Hört sich doch mal richtig heftig an, oder?
So, wieder was gelernt. Gucken wir uns mal gerade hier noch um. Hier stehen noch Tränke. Ey, Alter! Hier traue ich was, hä? Moment. Hier entlang. Die sind echt sehr feuerresistent. So, Moment. Wir füllen erstmal nochmal das Schwert auf. Bevor hier mir hier vorhin die Actions drin gehen. Was bist denn du für einer? Nichts Ganzes, nichts Halbes, ne? Also, du hast wirklich. Siehst krass aus. Aber so schnell bin ich ja wieder gestorben. Aktiviere Drachensiegel. Ja, was? Aktiviere Drachensiegel. Was bist denn du für einer? Ach, es ist schon aktiviert. Jo, toll. Hauptsache als Ziel aktiviere Drachensiegel. War ja schon aktiviert. Und hier sind wir. In Sovngarde. Das Jenseits der Nords. Hat man ja am Anfang ein bisschen mitbekommen, ne? Dann gucken wir mal, wo wir dort daheim sind. Oh, du Henne Flieder. Da hinten ist er. Der Ficker, da ist er. Oh, 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 oh. Ja, die Musik, der Musikübergang ist aber wieder geil. Ich feier das alles. Das Game ist einfach nur ein Kunstwerk, ein Meisterwerk. Oh, wer bist du? Kehrt um, Reisender. In diesem Nebel lauert der Schrecken. Viele haben sich ins düstere Tal gewagt. Doch vergebens ist aller Mut angesichts der Gefahr, die diesen Pfad bewacht. Wer bist denn du? Bei der Kluft der Kolosse, im Dunkel vor der Dämmerung, marschierten wir nichtsahnend in die kaiserliche Falle. Dort standen wir und kämpften. Unser Schildwall trotzte lange dem Feind. Und bei Anbruch des Tages wankten seine Reihen. Erfahren habe ich nie, ob das Ende der Nacht uns den Sieg gebracht. Ein flinker Pfeil trug mich nach Sovngarde. Was ist das für Nebel? Ich weiß es nicht. Doch niemand kommt hindurch. Alduin, voll unstillbaren Hungers, jagt die verlorenen Seelen, die in diesem düsteren Tal gefangen sind. Könnt ihr uns den Weg weisen, dorthin, wo Schors Halle wartet? Sie verheißt uns ein lang ersehntes Willkommen. Ja, es ist von hier aus ganz am anderen Ende des Tals. Ich sah sie deutlich, als zuerst auf diesem Pfad ich schritt. Der Schmerz, die Furcht, sie waren weg wie im Traum und eine Vision winkte mir. Schors Halle glänzte dort, jenseits des trüben Tals. Doch brachte der Nebelschleier die Hoffnung zum Erlöschen. Mein Geist verdunkelte sich. Ich kam vom Weg ab und irre nun blind umher. Schnell! Trag die Kunde unseres schweren Loses in Schors Halle, ehe Alduin auch euer Leben verschlingt. Folgt mir, ich führe euch durch diesen Nebel. Ich will versuchen, mich an eure Zuversicht zu halten. Schnell, bevor der dichte Dunst erneut mich fängt im Netz des Weltenfressers. Der ist ja richtig als Philosoph. Ey, Alter, ich führe dich nur durch. Mach dir mal ins Hemd. Was wichtiger ist für mich, wirst du hier neben mir finden. Der Keck wird jetzt heute Falle. Welche Musin, Alter. Dem reiß ich der Arsch auf, Alter, wie du es noch nie gesehen hast. Als noch miterlebst. Tapferkeit ist nutzlos. Ja, komm.
So ist er. Bobbe Flieder. Als ich noch lebte, streckte ich viele Feinde nieder. Doch keine Klinge kann dem Schrecken trotzen, der in diesem finsteren Tal lauert. Keine Klinge? Hast du mich schon nicht gekannt? Komm ich jetzt mal mit? Es gibt kein Entrinnen. Tapferkeit ist nutzlos. Und tschüss, ey. Wer bist denn du jetzt? Als ich aus dem kalten Tod erwachte, war mein dunkles Schicksal verschwunden. Ich sah Schors Halle, die Sehnsucht meines Herzens. Alter, was machst du hier? Hütet euch, der Weltenfresser wartet im Nebel. Der wird heute fallen. Vielleicht schlappt der sich den anderen geholt. So ist er, der Kotlak. Kennt man ja auch noch. By the way, ich bin jetzt Chef von dem Laden, weißt du, ne? Ja. Tapferkeit ist nutzlos. Komm, gehen wir mal weiter. Der ist aber auch nicht, wo er rumgeiert, ne? Wo er rumsteht. Der Arm. Wir regeln das. Keine Angst. Alduin! Ich komm dich hole. Ich bin hier für dich. Alduin. Ja, da sind wir doch schon. Die Halle der Helden. Na? Was führt euch, grimmer Wanderer, zu Sovngarde, Ende der Seelen? Alter. Chance an geehrte Tote. Wer bist denn du schon wieder? Ich bin Zun, Schildtarne von Shor. Er ließ mich die Wahlknochenbrücke bewachen. Jene Seelen prüfen, deren heldenhaftes Ende sie hierher zu Shors erhabener Halle führte. Wo ein Willkommen wohlverdient auf jene wartet, die ich für würdig erkläre, sich dieser Gemeinschaft der Ehre anzuschließen. Ich verfolge Alduin den Weltenfresser. Ich will den jetzt endlich kalt machen. Ein schicksalhafter Auftrag. Nicht wenige brannten darauf, dem Wurm entgegenzutreten, seit er an der Schwelle zur Sovngarde seine Seelenfalle aufgestellt hat. Doch Shor hat unseren wütenden Ansturm gehemmt. Vielleicht hat er in seiner tiefen Weisheit euren Untergang vorhergesehen. Ich verlange Eintritt in die Halle der Tapferkeit. Kein Schatten seid ihr, wie sie sonst hier vorüberziehen, sondern Leben. Wagt ihr euch ins Land der Toten? Mit welchem Recht begehrt ihr Einlass? Beim Recht der Geburt, ich bin ein Drachenblut. Ach, es ist zu lange Zeit her, seit ich zuletzt einem vom Untergang getriebenen Drachenbluthelden ins Gesicht geblickt habe. Kann ich die Halle der Tapferkeit betreten? Lebend oder tot. Auf Befehl Shors darf niemand diese gefahrvolle Brücke überschreiten, bis ich ihn nach der Kriegerprüfung für würdig erkläre. Die Geppich-Kriegerprüfung, Alter. Du lässt mich jetzt sofort hier rein, ey. Ihr habt gut gekämpft. Du nett. Ich erkläre euch für würdig. Es ist viel Zeit vergangen, seit zuletzt ein lebendes Wesen hier. Er macht nur seinen Job, ich weiß, aber was haben die dafür machen? Kriegt mo any Ohrfeig, Alter? Kann schrin. Egal, haben wir hinter uns. Wir haben uns seiner Kriegerprüfung gestellt. Alle der Tapferkeit. Alle der Helden. Oh, was ist denn hier los? Seid willkommen, Drachenblut. Unsere Tür war leer, seit Alduin seine Seelenfalle hier aufgestellt hat. Auf Shors Befehl hin haben wir unsere Schwerter weggesteckt und sind nicht in den dunklen Nebel des Tals vorgedrungen. Doch drei erwarten euer Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind zu bekämpfen. Gormleid der Furchtlose, frohen Herzens in die Schlacht ziehend.
Hakon der Kühne, unbarmherziger Krieger. Und Feldir der Alte, vorausschauend und grimmig. Alles klar, Iskramor, danke für die Information. Alles aus Gold hier. Die drei erwarten euer Wort. Mit wildem Ungestüm. Wow. Das sieht hier mal appetitlich aus hier. Mein Lieber, euch geht's hier richtig gut, hä? Alter, welch ist dein Schnauze, ey. Untergang besiegeln. Sprecht nur das Wort und wir werden mit mutigen Herzen voranstürmen, um den Wurm niederzustrecken, wo immer er lauert. Ey, dich kenn ich. Wartet, das Kameraden. Endlose Warten lasst weicht uns Rat halten, bevor Alduins wir uns blindlings in den Kampf sein stürzen. Sein Tod oder unserer. Alduins Nebel ist mehr als eine Falle. Seine schattige Düsternis ist sein Schild und sein Mantel. Aber wenn wir vier Stimmen vereinen, können wir den Nebel wegblasen und ihn zum Kampf zwingen. Weit seid ihr gereist. Ich hab mancherlei Prüfung auf mich genommen, um von Sovngardes süßen Freuden zu kosten. Nein, verzieh dich. Wir müssen seinen Nebel vertreiben, indem wir unsere Schreie vereinen und dann in verzweifeltem Kampf gegen unsere schwarzgeflügelten Widersacher die Klingen ziehen. Auf in den Kampf. So, es geht voran. Und zwar brauchen wir jetzt wolkenlose Himmel. Freunde, die Felder werden vom Lärm des Krieges widerhallen. Meine Krieger und Kriegerinnen, auf in die Schlacht. Die letzte große Schlacht. Alduin wird fallen. Jetzt kriegt er sein Karma für das, was er alles gemacht hat. Jetzt wird er endgültig fallen. Am heutigen Tag ruhen Shaws Augen auf. So. Wo ist er? Ich sehe halt gar nichts. Na, ready! Alle am Start hier! Die mächtigste von den mächtigsten. Und du willst nur zugucken. So. Wolkenlose Himmel, bringt unsere Schreie zusammen. Perfekt. Das könnte ein bisschen stärker sein. Oh. Er will es wirklich wissen, ne? Er will es wirklich wissen. Sau gut. Boah, sieht schon geil aus, oder? Ist unser Kampf vergebens? Nee. Niemals. Seine Stärke versiegt. Noch einmal und seine Macht ist gebrochen. Noch einmal. Es weicht weg und es für immer erlöst. Das endlose Warten weicht den Kampf. So ist er. Magie, Schrei und zwar holen wir ihn direkt vom Himmel. Krachenfall. Oh, der hat die Meteorite gerufen. Komm runter! Jetzt geht's auf die Schnitz, Alter. Zack! Der epischste Endboss-Fight, den es je gab. Boah. Boah. Ophel, Drachentöter. Das war eine machtvolle Tat. Endlich wurde Alduins Untergang besiegt.
weiß Zuggarde von seiner grausamen Falle. Von diesem Kampf wird man in Shaws Halle für immer singen. Doch euer Schicksal wird sich nicht hier erfüllen. Wenn ihr eure Tage bis zur Neige gelebt habt, darf ich euch hier von Neuem willkommen heißen. Mit froher Freundschaft und euch zum seligen Feiern einladen. Alter, ist der riesig. Und Ehre dem Drachenblut. Gepriesen sei er mit höchstem Lob. Alter, ist der riesig. Sau gut, ne? Haben wir's geschafft. Der Alduin ist weg. Geht das befreit. Und wenn ich irgendwann mal abtrete, soll Simon uns hier wieder. Never. Dann esse ich bei eurem köstlichen Schwein oder was auch immer mit. Sau gut. Schickst du mich wieder heim? Wenn ihr bereit seid, zu den Lebenden zurückzukehren, dann sagt es mir und ich schicke euch zurück. Soon, wir sehen uns. Kehrt jetzt nach Nian zurück mit diesem reichen Lohn von Shaw, meinem Herrn. Ein Schrei, der in der Stunde der Not einen Helden von Sovngarde herbeiruft. Wort der Macht gelernt, Held, Ruf der Tapferkeit. Oh, haben wir wieder Schrei gelernt? Ist er gestorben? Patunax, aber nicht durch unsere Hände. Wir haben ihn nämlich nicht erledigt. Wir waren das nicht. Deine Gefalle haben wir der Klinge leider nicht gemacht. Auch geil. Sau geil, ey. Will schon was ausprobieren. Und zwar Drachenruf. Ne, Moment, Quatsch, das wollte ich nicht. Den hier wollte ich. So ist er. Er ist wirklich gekommen. Nicht gegen euren Turm bestehen konnte, dann schäme ich mich nicht meiner eigenen Niederlage. Und Moment, war das? Doch, nee, das andere. Alduins Herrschaft auf euch über, Turi Dovahkiin. Ich unterwerfe mich gern der Überlegenheit eures Turm. Su Odawin, ruft mich, wenn ihr mich braucht. Ich werde kommen, wenn ich es kann. Sau cool. So, wir haben es geschafft. Das Hauptgame ist somit erledigt. Alduin ist besiegt. Er hat sich uns unterworfen hier. Moment, sein Schrei haben wir ja auch, ne? Genau, das war sein Schrei. Odawin. Aber ich will Amodeni hier holen. Klappt nicht so ganz.
Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Dann gehen wir zu der Klinge und du einen Bericht erstatte, dass Patonax tot ist, würde ich behaupten. Ab jetzt ist offiziell das Hauptgame, die Hauptmission, die Hauptstory fertig. Alduin ist besiegt. Und ja, die größte Gefahr für die Menschheit ist hier eigentlich beseitigt. Ne? Das war Skyrim. Delfine! Wir haben die Neuigkeiten aus Weißlauf gehört. Dass ihr die Stadt auf dem Rücken eines Drachen verlassen habt. Das ist selbst für eure Begriffe ein bisschen protzig. Da ihr noch lebt, gibt es wohl gute Neuigkeiten, oder? Ja, ich bin durch Alduins Portal nach Soengarde gekommen und jetzt ist er tot. Bei den Göttern, das sind bessere Neuigkeiten, als ich erhofft hatte. Freut mich. Als ihr an jenem Tag in mein Gasthaus kamt, hätte ich mir nie vorgestellt, wohin das alles führen würde. Legendäre Drachen. Soengarde. Was Patonax angeht. Habt ihr euch entschlossen, das Richtige zu tun, Drachenblut? Es ist vollbracht. Patonax ist tot. Ich wusste, wir könnten auf euch zählen. Ich bin froh, euch wieder auf unserer Seite zu wissen. Wir waren es ja gar nicht. Aber das musste ich auch nicht wissen. Das hier sind die Klingen. Zwei Leute. Die Talmoor haben Jagd auf uns gemacht, wisst ihr noch? Das hat bei der Rekrutierung nicht besonders geholfen. Aber jetzt haben wir gewissermaßen ein Hauptquartier. Wir werden die Klingen neu aufbauen. Eines Tages. Ich könnte euch dabei helfen, neue Rekruten zu finden. Wenn ihr Leute findet, die gute Rekruten abgeben könnten, sehe ich sie mir gern an. Aber denkt daran, dass es sich bei der Mitgliedschaft bei den Klingen um eine lebenslange Verpflichtung handelt. Wer zu uns gehört, muss treu zu uns stehen. Das bekommen wir hin. So. Ihr habt es geschafft. Genau wie es in der Prophezeiung angekündigt wurde. Ich wusste, dass ihr es schafft. Ajo, weißt du das? Oder wusstet es? Auf jeden Fall. Oh, das lesen wir mal noch. Und zwar zeige ich euch jetzt mal gerade was. In dieser Truhe könnt ihr, wenn ihr wolle, das Outfit der Klinge. So ist es. Sieht eigentlich arg geil aus. Nur von der Rüstungswerte abgesehen. Aber sieht auch strong aus, auf jeden Fall. Wenn er das mal anziehen wolle, da ist es. Und hier wäre es Schwert. Ja, das ist zu der Klinge. Und ihr habt mir das Angebot gemacht, dass man ihr helfen wäre, mal ein paar Leute zu rekrutieren. Zwar Sina schon, wir haben hier ein Haufe Missionen. Wirklich ein Haufe. Ich sag's wie es ist. Die Story ist eigentlich somit beendet. Aber die Platin haben wir noch lange nicht. Aha, noch lange, lange nicht. Und zwar sage ich euch jetzt, wie wir weitermachen. Wir gehen erstmal hier raus und geben nur noch Weißlauf. Weiß ich so, Glydia. Wo ist mein Glydia? Immer doch erstmal nur Weißlauf und machen wir wieder die Tash leer. Und gehen wir die Frau besuchen. Gell, wir besuchen jetzt unsere Frau. Wir haben ja geheiratet. So, Glydia wird. Ah, Glydia! Alduin ist tot. Ja, ja. Sag bloß, ne? Denk ich dir. So, gehen wir gerade zu der Frau. Wo ist sie dann? Schneggi. Es ist ein wundervolles Haus, Schatz. Wenn es euch recht ist, mache ich einen Laden auf. Dann bin ich beschäftigt, wenn ihr unterwegs seid. Auf jeden Fall. Hallo, Schatz. Ich wette, ihr habt einige Abenteuer erlebt. Hat der Laden Geld abgeworfen? Wir haben einen hübschen kleinen Gewinn gemacht. Hier, das ist euer Anteil, mein Herzblatt. 1000 Gold. Schmeckt. Okay, was hast du zu verkaufen? Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Das ist halt der Vorteil, wenn man so eine Frau hat. Da kann man mal ein bisschen, manchmal ein bisschen Geld abstauben. Hat ja ganz gut funktioniert. Ich verkaufe jetzt mal an dich, was ich nicht brauche.
Kanscha Han. So, komm. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Auf Wiedersehen. Folgendes, mir gehen mo hin und leg mo wieder alles ab, was man nicht brauche. Und zwar Tränke. Fangen wir mal an. Wir brauchen eigentlich keinen Trank. Außer Heilung und Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit behalten wir. Die werden wir noch brauchen für Quests später. Alle Krankheiten brauchen wir auch nicht mehr. Da wir Wolf sind, wären wir nämlich krank. Und auch noch mal ein bisschen was so an Gewicht weg. Kleidung. Ringe. Können wir gerade noch mal gucken gehen, ob wir da noch irgendwas entzaubern können. Das machen wir auch gerade. In der Zeit sage ich euch, was wir jetzt machen dann. Und zwar fehlt uns noch ein bisschen was. Hauptgame ist erledigt. Alduin ist besiegt. Und was wir jetzt noch zu erledigen haben, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter in der Winterfeste, beziehungsweise Akademie der Winterfeste. Denn Lade müssen wir ja auch noch innehmen. Dann müssen wir noch der Diebesgilde beitreten. Würde ich sagen, machen wir allerdings erst, nur der mir halt die Akademie abgeschlossen hat. Müssen wir noch alle Dietrische Artefakte insammeln. Dazu mache ich dann für jedes Dietrische Artefakt ein eigenes Video. Dann wird da auch nichts durcheinander, oder kommt auch nichts durcheinander. Ends haben wir ja schon mal safe. Oh, okay, was mache ich denn schon wieder? Ich wollte eigentlich entzaubern gehen. Ends hatte man schon, das war das Buch. Wo man beim Septimus Signus bekommen hatte, aus dem Würfel, wo wir drin sind. Und dann müssen wir noch hier ganz viel komische Steinchen einsammeln. Wie hießen sie nochmal? Ungewöhnlicher Stein. Brauchen wir 24 Stück, 3 Hammer. Wer mal A und N im Video, zeige ich euch, wo alle liegen und sind. Brauchen wir für die Diebesgilde Questline. Okay, hier ist nichts mehr. Kann man alles verkaufen. Besucht ihr die Drachen? Die 100.000 Gold. Zauber und dann gehen wir noch zu der Kaiserliche und helfe der Armee langsam hoch gegen die Sturmmänteln und alles. So. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier im Winter. Ja. Die Akademie gehen wir noch besuchen. Das machen wir allerdings in dieser Folge nicht mehr. Ich gucke jetzt mal gerade. Es ist dunkel. Dann reißen wir doch mal kurz nur Fallgering. Zum Gemischware, du dürfst hier zu der Helsen. Genau, die 100.000 Gold brauchen wir auch noch. Dann stimmt es also, was man sich erzählt. Vorsichtig. Kochen müssen wir noch. Noch ein paar Schreie müssen wir kennenlernen oder finden. Das werden wir im Laufe der Nebenquests auch noch machen hier. Euch in Himmelsrand herumlaufen lässt. Seid gegrüßt. Werft einen Blick darauf. Sonstige Ziele müssen wir noch erfüllen. War, glaube ich, 50 Stück oder so waren es erledigt. Dann eine Haufe Nebenquests, beziehungsweise 10 Nebenquests. Das wäre mal A, wenn man jetzt da langsam mal alles abarbeite, erledige. Oh, bin ich eigentlich. Wenn ihr etwas aus meinem Laden steht. Eigentlich habe ich jetzt alles los, was ich loshaben will. Wollt. 83.000, die 100.000, die werden wir auch bald haben. Gehen wir mal kurz zum Markert. Ja. So. Markert. Ist offen. Gehen wir Amokart noch was verkaufen. Also haben die. Werft einen Blick darauf. Immer wieder gern. Immer wieder gerne. Okay, ne, da ist nichts mehr. Dann könnte mir ab sofort. Hier, zack.
750 Gold an mich. Ihr könnt jederzeit wiederkommen, wenn ihr etwas benötigt. Ja, ja, ich werde wiederkommen. Okay, Angst. Gut, dann gehen wir mal noch nur Einsamkeit. Ne, nach Dämmerstern. Oh, da sind sie, die Khajiit-Karawane. Sophie, werf deinen Blick darauf. Der Geld. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Und zwar gehen wir doch mal gerade an die Box. Wenn die wieder da sind, ist die Box aber wieder voll. Oh ne, Drache. Löser. Moment, den machen wir ab, Platz. Kommt man dieser Trophäe auch wieder näher? Mögen euch die Götter verdammt. Und die Box gehe ich jetzt trotzdem. Ist mir egal. So, hier sind wir. Gibt's denn hier wieder Schönes? Nehmen wir die ganzen Tränke wieder mit. Voll. Ganze Zutaten. Gold auf jeden Fall. Hier ist Edelstein. Kochen müssen wir auch noch. Trank müssen wir auch noch herstellen. Oh, wir sind da was? Das machen wir sogar als die Folge noch. Zeit haben wir auch. Machen wir gerade schnell alles. Gucke, da bin ich schon wieder voll. Ja, gut. Die Box auch geplündert. Boah, komm mal her, ey. Wo ist er? Oh, wo landen der schon wieder? Ganz so hin jetzt. Ah, gerade hier. So, wir werden jetzt ein bisschen öfter Spuk spielen, da mir Schwert schon auf Max haben. Fürs Kochen und den Trank herstelle gehen wir nochmal gerade. Bitte nochmal nur Weißlauf. Und zwar können wir kochen bei uns in der Buddik. Drachenseele. Nehmen wir her damit. Genau. Was snacken wir uns, Mo? Was snacken wir uns? Rohes Rinderfleisch. Hallo Schatz. Ich wette, ihr habt einige Abenteuer erlebt. Salz. Wir brauchen Salz. Ja, Liebling. Was braucht ihr? Salz. Hast du Salz? Oh, etwas hiervon, etwas davon. Gucken wir mal gerade, ob die Salz hat. Eile hast du, her damit. Nö, die hat kein Salz. Und by the way, schon mal Gold wieder. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Guck mal, gerade hier in die Box drin. Mir müssen doch irgendwo Salz haben. Mir hatte doch mal Salz. Moment, Zutaten lege ich doch nochmal alles ab. So. Bei sonstiges brauchen wir alles. Ich doch Salz hat, wollte mir doch safe. So, Salz haben wir doch. Zack.
Perfekt. Ja, Liebling, was braucht ihr? Nix, ich koche jetzt mal rund. Wo irgendwas herstellen? Hier, ja, gekochtes Liebling, Rinderfleisch. Rindfleisch. Trophäe, Kunst, Kampf und Können. Jawohl. Ja. Und Trophäe, harte Arbeit. So sieht das Ganze nämlich aus. Zwei Trophäe bei einem Gericht. Das ist doch legendär. Also, kann das kennen, was wolle. Zutat, Salz kam wieder weg. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob ich doch noch einen Trank herstellen müsse. Wir nehmen aber trotzdem nochmal alle Zutaten mit. Und dann gehen wir mal gerade. Bei wem steht ein Zaubertisch? War das beim Gemischtwarehändler? Hat der sowas? Oder war das hier? Hier, sie hat einer. Gut. Hinzufüge. Herstellung Zaubertrank fehlgeschlagen. So, Trank hergestellt. Haben wir das Armbrot gemacht? Gut, nee, müsste man eigentlich nicht mehr. Die Trophäe haben wir ja trotzdem bekommen. Aller gut, aller gut, aller gut. Dann nehmen wir doch wieder alle Zutaten ablege. Machen wir mal aber dabei. Scheiße, ich habe jetzt wirklich alles genommen. Ach, du ahnst es nicht. So, okay. Dann würde ich sagen, ich rahme jetzt gleich die Kiste nochmal in. Alles, was ich nicht brauche, mache ich wieder in die Kiste. das mache ich aber hier nicht während der Aufnahme. Dann würde ich sagen, meine Freunde, haben wir die Hauptstory fertig? Sau gut. Und dann du mir in der nächsten Folge alles, was jetzt noch kommt, die rechtliche Trophäe sammeln. Eins um Anna. Eins nach dem anderen. Wir haben hier ein bisschen was zu tun, muss ich ehrlich sagen. Dauert jetzt noch mal ein bisschen. Aber das schaffen wir mal, das kriegen wir hin. In der nächsten Folge sage ich euch schon mal, gehen wir zur Akademie und mache die noch fertig. Es gibt dann auch noch mal zwei, drei Trophäe. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal zu der Diebesgilde und kloppen mal die Diebesgilde-Questline so weit voran, bis es nämlich geht. Bis wir dann wirklich gezwungen sind, die ganze Steine zu sammeln. Und wenn das gemacht ist, ich überlege gerade, ob wir dann doch nicht zuerst die Dietrische Artefakte sammeln. Wäre eigentlich auch interessant. Ah, wir gucken. Zuerst machen wir auch die Akademie, dann sehen wir weiter. Die Kaiserliche gehen wir auch noch zu der Armee. Ich denke, wir machen es folgendes. Wir gehen erst Akademie und dann gehen wir der Armee helfen. So, das ist der Plan. Genau. Und dann machen wir alles andere. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Haut rein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Natürlich immer, wie immer, like und abonniere. Nicht vergessen. Und ich würde sagen, der Platin kommt wie immer näher. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.